Freunde der Sonne, ich lasse mich mal endlich wieder blicken. Ihr wisst, wofür es Zeit ist? Ganz genau, für eine neue Episode von 50-50. Ihr wisst natürlich, wie die ganzen Regeln hier funktionieren. Für die, die es nicht wissen, einmal eine kurze Erklärung. Bei 50-50 werden Fragen gestellt, wo ich mich entweder für eine Sache entscheiden muss oder meine eigene Meinung dazu abgeben muss. Ja, das war's. Da würde ich sagen, wir schnacken nicht mehr lange rum und gehen direkt in die erste Frage rein. Okay, 10 Fußballspieler. Let's go. Cristiano Ronaldo als allererstes. Messi, Neymar, Mbappé. Der alte Ronaldo. Thomas Müller. Auf Anhieb geht das echt nicht. Keine Ahnung. Niklas Wilson. Hakimi. Wen gibt's noch? Wen gibt's noch? Es sind so viele. Sergio Ramos Alaba. Junge, warum fallen mir die nicht ein? Es gibt so viele Fußballspieler, aber wenn es zeitlich gesehen ist, dann fällt mir kein einziger ein. Was riecht eigentlich besser? Finden wir es raus. Regen im Sommer oder frisch gemähtes Gras? Riecht beides richtig geil, aber ich würde sagen, frisch gemähtes Gras. Edding-Stift oder Metall? Boah, habe ich beides 24/7 gesnifft. Edding. Edding knallt nochmal anders rein. Neue Pokémon-Karten oder ein neues Buch? Boah, schwer. Mit Büchern kenne ich mich nicht aus, ich habe kein einziges gelesen. Aber Pokémon-Karten, unendlich viele gezogen, daher würde ich sagen, Pokémon-Karten. Ingwer oder frischer Fisch? Ich sag Ingwer. Ich war wirklich so oft krank und kenne einfach den Duft von Ingwer. Frisch gebackenes Brot oder Basilikum? Boah, das riecht beides geil. Das riecht beides wirklich, wirklich geil. Aber ich würde sagen, frisch gebackenes Brot. Es ist einfach frisch. Es riecht einfach nur geil. Benzin oder brennendes Holz? Von brennendem Holz habe ich immer Kopfschmerzen bekommen. Also von dem Duft. Ich sag Benzin. Benzin ist geil. Geldscheine oder der Duft von neuen Babys? Ich sag der Duft von Babys. Weil den hat man nur einmal bei einer Person, ne? Geldscheine gibt's genug. Vanille oder Zimt? Boah. Ich würde tatsächlich Zimt nehmen. Ich bin eher der Zimt-Fan. Ein neues Auto oder frisch bezogene Bettwäsche? Puh. Ist an sich das gleiche wie Baby und Geldscheine, weil das Auto hast du nicht oft. Du kannst die Wäsche, die Bettwäsche jedes Mal neu beziehen, aber du hast kein neues Auto. Außer du hast viel Geld. Nagellack oder Desinfektionsmittel? Nagellack. Nagellack, safe. Das ist wirklich geil. Würdest du für einen Tag dieser Charakter sein wollen? Mal gucken. Batman. Ich hätte zwar 2 Millionen Gegner am Hals, aber ich hätte krassen Scheiß. Ich hätte ein Batmobil. Würde ich dabei sein. Ruffy. Boah. Gum-Gum-Frucht. Sehr, sehr wild. Ich bin eigentlich eher der Eis-Fan. Aber Gummi zieht auch. Und als Pirat würde ich auch machen. Thaddäus, den Bruder fühle ich wirklich sehr, sehr doll. Damals als Kind gar nicht gefühlt. Immer die Spaßbremse gewesen, aber ich verstehe ihn. Heutzutage versteht man ihn wirklich. Er lebt mein Leben. Obama. Habe ich Bock, dass mich irgendwelche Sniper anvisieren? Nee. Kratos, oh, lass mal direkt. Nachdem ich gesehen habe, wie viele Monster ihn da angegriffen haben, dann kommt noch Thor dazu. Lass mal, alles gut. Mario. Habe ich Bock, die ganze Zeit rumzuspringen? Ja, habe ich. Son Goku. Ja, da würde ich mich fühlen. Als Super Saiyajin, beziehungsweise Super Saiyajin Gott. Wer will? John Wick. Direkt.
Ich bin instant dabei. Ich will das. Ich will dieses Leben fühlen. Iron Man? Ja, schon. Fühle ich. Würde ich dabei sein. Rick Sanchez? Boah, mit so einem Wissen und dann noch solche Sachen noch benutzen und dann noch das Portal reisen. Würde ich fühlen. Würde ich wirklich fühlen. Freunde der Sonne, das war's auch schon wieder mit dem Video. Das war wirklich ein schneller Durchlauf, aber geile Fragen, muss ich zugeben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Follow da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.